Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Nun, es wird Zeit, dass ich mich für eine Nacht in der Stadt zurechtmache. Meine gute alte Großmutter hat mir dieses Medaillon vermacht. Was würde ich nur jemals ohne seine unbesiegbaren Kräfte machen? Und jetzt zu dem alles krönenden Abschluss. Und noch einen Spritzer von einem Parfum. Oh, der Gestank. Das wär's. Oh, Gata, du siehst wirklich wunderbar aus. Ja, du machst mich einfach verrückt. Ach du meine Schlechtigkeit, was für ein herrlicher Sturm. Keine Hexe, die etwas auf sich hält, würde es versäumen, in so einer Nacht unterwegs zu sein. Es ist nicht nett, Tante Hogata zu ärgern. Wenn doch nur irgendein guter Hexenmeister hier wäre, um mir seinen Mantel umzulegen. Mein armer Bauch. Ich kann's einfach nicht glauben. Er hat die ganze Torte aufgegessen. Ich schon. Aber ein Löffel von dieser Schlumpfmedizin wird sicherlich wahre Wunder wirken. Jetzt geht's mir noch schlechter. Keine Sorge, Torti. Ich hab was erfunden, das dir hilft. Es macht dein Bett bequemer. Ist das zu niedrig? Ein bisschen höher vielleicht? Kein Problem. Wird gleich gemacht. Kein Wunder, dass du krank bist, wenn du auf kalten, harten Fußböden rumliegst. Ich sage immer, es ist besser, den Krankheiten vorzubeugen, als nachher im Bett zu liegen. Vielleicht ist er gar nicht so krank, wie ich dachte. Ach, ruh dich nur aus, Torti. Ich kann dir ja deine Kissen aufschütteln. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, mein Kopf tut mir so weh. Ich habe meine Bauchschmerzen darüber vergessen. Oh. Ich hasse dieses Oh, diese Blumen werden den armen Torti bestimmt fröhlich machen. Oh, wie hübsch. Wem das wohl gehört? Juhu! Juhu! Hat jemand ein Medaillon verloren? Juhu! Naja, ich glaube, ich werde es behalten. Thank you.
Mein Medaillon, es ist weg. Und jemand hat es eben umgebunden. Oh, 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 oh. Dieses Medaillon ist die Quelle meiner ganzen Hexenkünste. Ich muss es wiederfinden, bevor meine Kräfte schwinden. Oh, wer könnte es nur haben? Ah, ein Haus. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ruhe, Asrael! Für dieses Experiment brauche ich absolute Ruhe! Also, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Ramrongs, Rage, Schnage, Ramrongs. Oh, hä? Ich begrüße Sie, Sir. Ich habe anscheinend ein klitzekleines Medaillon verlegt. Haben Sie es zufälligerweise gesehen? Und nicht, dass es wertvoll ist, aber meine liebe alte Großmutter. Wie soll ich genial sein, wenn ich dauernd von irgendwelchen Einfallspinseln abgelenkt werde? Da? Ich war noch nicht am Ende. Jetzt bist du es, sage ich dir, du. Nun mal vorsichtig. Ja. Hey, ohne mein Medaillon schwinden meine Kräfte immer schneller. Ah, oh, aua. Ja. So, werden wir nun Hogata bei der Suche nach ihrem klitzekleinen Medaillon helfen? Ja. Na also, das könnte der Anfang einer höchst wunderbaren Freundschaft sein. Nein. Das ist doch lächerlich. Wir suchen schon seit Stunden und haben das Medaillon immer noch nicht. Dann suchst du nicht stark genug, lieber Karamell. Das heißt Gargamel. Was soll's? Oh, hier bin ich hingefallen. Aber wo ist das Medaillon? Hier finde ich nur kleine Fußspuren. Kleine Fußspuren? Ha! Schlumpfspuren. Die Schlümpfe müssen dein Medaillon gefunden haben. Dann führe mich zu ihnen. Ja, aber nur unter einer Bedingung. Wenn wir das Dorf der Schlümpfe gefunden haben, kriegst du dein Medaillon und ich bekomme die Schlümpfe. Wieso? Was haben die denn für dich für einen Wert? Ach, weißt du, das sind ausgesprochen sentimentale Gründe. Abgemacht? Abgemacht. Igittigitt. Oh, ich schlief. Naja, dann lasse ich sie einfach hier. Ich wünschte mir nur, ich könnte Tortis ganzes Zimmer mit Blumen füllen. Sieh mal, Schlumpfine, das hier habe ich für Torti, um sein Zimmer zu verschönern. Wer ist das? Ich? Zu schade, dass ich nur so ein kleines übrig habe. Ach, armer Torti. Ich wünschte, er wäre nicht mehr im Bett und wieder quietschvergnügt. Hilfe! 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 Papa Schlumpf! Hilfe! Oh, das könnte es sein, lieber Karamell. Das heißt Gargamel. Gargamel. Was soll's? Oh, sie werden größer. Ja. Nicht noch einmal! Was sollen wir jetzt nur tun? Wir haben die Spur vollkommen verloren. Oh, die führen uns schnurstracks zu dem Täter. Ach, Papa Schlumpf, was soll ich nur machen? Papa Schlumpf, das ist schrecklich. Nicht nur, dass Torti eine Fiedel ist, er spielt auch noch falsch. So eine Krankheit habe ich noch nie gesehen. Es wird sicher nicht leicht sein, sie zu heilen. Juhu,
Jokey, ich habe etwas, das ich dir zeigen möchte. Ich habe hier etwas, das ich dir zuerst zeigen möchte. Ja! Oh, Jokey! Ich wünschte, du wärst wenigstens einmal erwachsen und ernsthaft. Meine Herren! Habt ihr mal über den Sinn des Lebens nachgedacht? Sind Schlümpfe wohl die einzigen Schlümpfe im Universum? Du würdest doch sicher keinem Schlumpf mit einer Brille was zuleide tun, oder? Oder Schlaubi, du musst dich überhaupt nicht fürchten, außer vor der Furcht selbst. Muffy, sieh mal, was ich gefunden habe. Ich hasse es, Gefundenes anzusehen. Aber Muffy, das ist doch wirklich hübsch. Ich hasse wirklich Hübsches. Du meine Güte, ich wünschte, du würdest fröhlicher werden. Waka, waka, sind doch alle Schlümpfe glücklich. Wer hilft mir bei meiner Suche nach der Wahrheit, bei meiner Suche nach der Bedeutung? Hallo Schlumpf, hast du schon von dem Schlumpfballspiel gehört? Wovon? Ja, das Spiel wurde wegen Regen angesagt. Waka, waka, waka. Das ist die Torheit eines Clowns. Hinter der Maske des Witzes verbirgt er die Einsamkeit. Oh, Papa Schlumpf! Schlümpfe? Wir scheinen von einer Epidemie heimgesucht zu werden. Und was schlimmer ist, es ist irgendeine Art von bösen Zauberspruch. Oh nein! Was machen wir jetzt? Schlumpft einfach weiter wie immer, aber hütet euch vor allem, was euch merkwürdig vorkommt. Solange ich dieses Rätsel nicht gelöst habe, ist keiner von uns sicher. Verflucht, schon wieder eine Sackgasse. Weißt du, was ich so überaus an dir mag, Karamell? Was? Absolut gar nichts. Also du weißt wirklich, wie man jemanden auf den Arm nimmt. Das zahle ich dir heim, du alte Hexe. Beischlumpf, ich glaube, ich hab's. Mann, was für eine tolle Party. Waka, waka, waka. Dieses Häufchen Zauberstaub ist unsere letzte Hoffnung. Jeden Tag eine Party, das wäre schön. Das sagst du jetzt, aber vielleicht sind wir wie zwei Schiffe, die in der Nacht aneinander vorbeifahren und sich dann nie wieder begegnen. Schlumpft eure Daumen. Ja, wuhu, haha. Waka, waka. Oh, bei Schlumpf, nichts funktioniert. Ach, ist das schrecklich. Und es hat alles ganz plötzlich angefangen. Ja, es fing an, als ich dieses Medaillon hier gefunden habe. Vielleicht ist es ja verhext. Ich sollte es besser loswerden. Vielleicht wird dann alles wieder gut. Wir haben uns doch schon wieder verirrt, nicht wahr, Karamell? Wie kommst du denn darauf? Hier sind wir losgegangen, dann sind wir hierher gegangen, hier sind wir gerade weggegangen und jetzt... Ja, und jetzt? Haben wir uns verirrt. Ist denn da niemand, den wir fragen könnten? Einen Freund der Schlümpfe vielleicht? Nein, die einzigen Freunde, die die haben, sind diese einfach abscheulichen Schmetterlinge und Häschen. Da kommt mir eine wunderbare Idee. Du kannst jetzt gehen. Ich werde damit schon alleine fertig. Vielen Dank. War was? Aber was ist mit unserer Abmachung? Hinweg mit dir, sonst löse ich dich in Luft auf. Ich habe gerade noch genug Kraft für einen letzten Zauberspruch. Den perfekten Zauberspruch. Auf Wiedersehen, allerliebstes Medaillon. Warum ich, Azrael? Ich bitte doch nur um die Möglichkeit, ein bisschen Böses in der Welt zu verbreiten. Und was kriege ich? Hä? Hogarthas Medaillon. Ja, jetzt gehört es mir. Oje, oje, Mini. Wenn mich nicht ganz bald jemand erlöst, wird es mir sehr schlecht ergehen. Oh, ein Frosch, der redet. Ich bin kein Frosch. Ich bin eine wunderschöne Prinzessin. Jedenfalls war ich es. Eine böse alte Hexe hat mich verzaubert und nur der Kuss eines edlen Schlumpfes kann mich erlösen. Oh, ich komme dann wohl nicht in Frage, denn ich bin eine Schlumpfine.
Also komm mit, ich führe dich zu einem ganzen Haufen Schlümpfe. Oh, wie entzückend von dir. Ich dachte schon, du würdest mich nie fragen. Ich versuche noch einmal ein Mittel gegen diesen Zauberspruch zu finden. Doch das bedarf meiner ganzen Konzentration und deswegen möchte ich unter gar keinen Umständen gestört werden. Schlümpfe? In unserer Mitte befindet sich eine königliche Hoheit. Königliche Hoheit? Königliche Hoheit? Was soll das nun wieder bedeuten? Was meinst du denn damit? Dieser Frosch ist in Wirklichkeit eine wunderschöne Prinzessin, die verhext worden ist. Und nur der Kuss von einem Schlumpf kann sie erlösen. Also, wer ist der Erste? Ich nicht! Nein, nein, nein! Na los, Beauty, du stehst am nächsten. Ich würde es gern tun, aber ich habe leider eine leichte Erkältung. Aber Harmony soll sehr gut küssen. Nein, ich nicht, denn ich muss meine Lippen schonen. Aber Schlaubis Mund ist immer in Bewegung. Er kann sie küssen. Wartet! Eile mit Weile. Sieh mal, bevor du eine Lippe riss, oder so. Vergiss es, du langweilst sie zu Tode. Hallo! Na, was ist, Kleine? Wie wär's mit ein bisschen Spaß? Na, seht nur, was für ein heißer Frosch kommst du oft hierher. Ich hab dich noch nie gesehen. Muffi, nur ein einziger Kuss verwandelt diesen Frosch in eine wunderschöne Prinzessin. Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Spitz die Lippen, Prinzessin. Wow, was für ein Schlumpf. Jetzt haben wir diese grässliche Hexe genau da, wo wir sie haben wollen. Was könnte sich ein Hexenmeister mehr wünschen? Außer vielleicht alle Schlümpfe auf einem silbernen Tablett, wa? Was zur Hölle? Gargamel! Das ist ja nicht zu glauben. Ja, all meine Träume sind nun endlich wahr geworden. Sei nicht so schüchtern, küss mich, du Trottel. Oh, sie sind alle weg. Das ist furchtbar. Ich muss einen Schlumpf küssen, sonst bleibe ich für immer ein Frosch. Hilfe! Karamell! Ham, da 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 da. Also, und nun zur größten Entscheidung meines Lebens. Wie soll ich euch anrichten? Lass sehen, ein paar könnte ich pökeln, ein paar sauer einlegen, ein paar könnte ich braten. Oder ich könnte alle zusammenwerfen und einen riesigen Eintopf kochen. Au ja! Torti! Oh, nein. Schlümpfe, unsere einzige Möglichkeit zur Flucht baumelt an diesem Haken da. Zuerst benötigen wir ein Stück von dem Band für ein Lasso. Aber wir können nichts unternehmen, solange Azrael uns beobachtet. Vielleicht können wir einen Fluch in einen Segen verwandeln. Ja, versuchen wir es. Waka, waka! Waka, waka! Waka, waka! Achtung jetzt, hoch mit mir! Joki, pass auf! Juhu, Karamell. Es ist deine alte Freundin Hogata. Ich habe nochmal nachgedacht und könnte eventuell doch deine Hilfe gebrauchen, lieber. Vergiss es, die Schlümpfe habe ich schon. Und dein Medaillon auch. Oh, schnell, Schlümpfe, küsst mich, erlöst mich. Und jetzt verschwinde, sonst verarbeite ich dich zu Froschschenkeln. Kommen wir also wieder zu unserem Eintopf, nicht wahr, Azrael? Schnell, heftig, wir dürfen keine Zeit verlieren. Beim Schlumpf! Oh. Ich bin ja so froh, dass ihr es alle zum Abendessen geschafft habt. Es wird gleich soweit sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn von hier erreichen kann. Du musst, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich hab ihn, ich hab ihn! Gute Leistung, Hefti, beeil dich! Wir müssen uns beeilen! Mach schnell, lauft! Wartet, ihr Schlümpfe, wartet! Küsst mich, bevor ihr weglauft, bitte!
Was? Bleibt stehen, ihr hinterhältigen kleinen Kriecher! Da ist mein Medaillon! Es gehört wieder mir! Meine Schlümpfe, sie laufen mir alle weg! Wen kümmert das schon? Ich kann ja doch nicht einen einzigen von ihnen gebrauchen! Bis auf die hier! Ich brauche eine Dienerin! Und du bist gerade richtig. Du bist ein bisschen klein, aber dafür arbeitest du doppelt so schwer. Oder dreimal so schwer. Oder sogar zehnmal so schwer. Ohne Schlumpfine können wir nicht gehen. Für dich arbeite ich nicht. Du hast keine andere Wahl, Liebste. Oh doch, die hab ich. Was soll das? Papa Schlumpf! Toll, jetzt gehören die Kräfte des Medaillons uns. Ja! Nein! Niemand wird von diesen Kräften je wieder Gebrauch machen. Sie bringen uns Unglück. Wir sind geheilt. Ah, ja, ja. Na schön, ich hasse Maka Maka. Ihr Dummköpfe, was habt ihr nur getan? Wenn das Medaillon zerstört ist, bin ich es auch. Ah. Ja. Kommt sofort zurück, ihr Feiglinge! Oh Mann, ich ersticke! Oh, da ist ja noch eine Hexe! Hier muss irgendwo ein Nest sein! Ihr braucht euch nicht zu fürchten, diese Frösche sind alte Freunde von mir! So, na das ist ein Segen! Sie bieten uns an, uns ins Dorf zu tragen. Toll! Das ist ja cool. Da seht ihr, Ende Schlumpf, alles Schlumpf. Far, very far from here, some 2,000 miles away. That's where they live and work and play.